So, wir versuchen's weiter und nochmal mit Link versus Metroid. Aber, ich brauche irgendwas, was den Boden dingsig macht. Wir haben ja hier. Ich mit Superblatt. Nee. Wir haben ja hier Klebeboden und den Klebeboden möchte ich eigentlich ganz gerne umgehen. Elektrostarre, einschlafen. Ah, hier, guck mal, die sind das. Ach, die Immun gegen Klebeböden. So. Und dann haben wir noch irgendwie... Nächste so Plätze belegt. Ah, hier, guck mal, den starken Smash können wir auch noch mit reinnehmen. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, weil ich habe gehört, wenn man die gegenteiligen Dinger nimmt und einen Nachteil hat, bekommt man mehr Stuff am Ende. Und das finde ich natürlich großartig, deswegen machen wir das direkt. Gott, ich liebe Metroid. Metroid ist das Beste. Verdammt, ich wollte eigentlich noch rechtzeitig ausweichen. Wie schön, dass das nicht funktioniert hat. Oh, dieses Vieh ist echt nervig, Mann. Ich find's schön, dass die nicht mal von Smashes beeinflusst werden. Das ist natürlich auch echt gut. Aber gut. Es gab jetzt gefühlt nicht mehr als sonst auch. Von daher hat sich das irgendwie nicht so gelohnt. So, Zero Suit Samus. Das finde ich eigentlich auch ziemlich großartig, weil Zero Suit Samus ist einfach meine Waifu, Mann. Einfach meine Waifu. Wer ist denn hier? Nebelschutz, brauche ich nicht. Was haben wir denn sonst noch so? Kampfbeginn mit einem Steel Diver. Euer... Schwierig zu erkennende Geschosse ab. Nee. Deiner Screw Attack. Macht aus Sprüngen mächtige Angriffe. Oh komm, das klingt doch gut. Los geht's. Dann kann ich tatsächlich mal meinen Main wechseln, weil Zero Suit Samus war mein Bayonetta-Ersatz. Ach verdammt. Ey, du Bitch. Ich dachte, ich könnte die auslösen, wenn sie die in der Hand halten, aber es ist gar nicht der Fall. Ich hab vergessen, wie man Items wirft mit dem GameCube-Controller, ehrlich gesagt. Warte mal, ging das nicht... Nee. Ah, so ging das. Fuck, du Bitch. Ey, die mit ihren scheiß Feuerblumen immer, ne? Na komm. Ach, verdammt. Und... Ey, das gibt's doch nicht. Ja, bitte.
Was für ein Kampf, Alter. So, Waifu Get, Alter. Jetzt kann ich hier auch einfach den Sex-Appeal ein bisschen nach oben drehen. Nicht nur, indem ich mich ein bisschen ausziehe, sondern indem ich Samus einfach im Bikini rumlaufen lasse. Und schon sind alle Pre-Puberty-Dudes komplett mit dabei. Daher, mal schauen, ob ich Samus noch spielen kann. Jetzt habe ich so viel Link-Intus. Ich kenne das wahrscheinlich gar nicht mehr. Wo ist sie denn? Ich spüre sie da. Okay, hier. Passen Sie auf. Ich möchte die blaue Version haben. Die blaue Version finde ich am besten. So. Dann können wir auch die Geister wieder ändern, weil das, die Screw-Attack war leider richtig kacke. Haben wir hier denn noch irgendwas Cooles? Metallgegner, bla, Angriffskraft gegen Helfer-Trophäen, das hätte ich vielleicht bei dem Metroid mal einsetzen sollen. Wir hat 5%ige Chance für kritische Treffer, bla, nee. Wo ist denn der Wels wieder hin? Das war doch auch so ein 3-Sterne-Ding eigentlich, oder? Nee, es war ein 2-Sterne-Ding. War es ein 2-Sterne-Ding? Es war kein 1-Sterne-Ding, das war schon ein 2-Sterne-Ding. Ich sehe es schon wieder nicht. Der ist halt so fucking obvious, aber ich sehe ihn jedes Mal nicht. Ach, das denn? Du hast beim Besiegen von Gegnern starke Heilung aus. Oh! Das hätten wir mal gebraucht, als wir gegen die Mega Mans gekämpft haben. Kurzzeitig unverwundbar. Das ist auch ziemlich cool. Was haben wir hier? Macht immun gegen Stürme, Feuerböden, macht immun gegen Schwerkraftwechsel. Aha. Franklin Badge. Leitet Geschosse zurück. Tempo runter. Immun gegen Gift. Immun gegen Elektrostarre. Ach genau, das war das Ding, ne? Egal. Das Riese-Ding ist einfach, die beste Combo, Mann. Die beste Combo der Welt. So. So, Prinz Mamek. Aus der Mario und Luigi-Reihe. Sehr aufregend. Los geht's. Ach, ich habe ganz vergessen, dass ich jetzt als Samus spiele. Warte, das geht. Fuck. Oh Gott, ich treffe ja gar nichts mit ihr. Oh Gott, warum bin ich denn so mega schnell? Ich kann einfach gar nichts mit ihr, Mann. Holy shit. Weißt du, und deswegen spiele ich mit niemand anderem als mit Link, weil ich bei Link wenigstens weiß, was ich tue. Wie schön, dass ich gewonnen habe, indem ich immer dasselbe gemacht habe. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Damit habe ich nicht gerechnet, aber okay, damit kann ich leben. Find's halt auch so schön, dass wir jetzt umgehen, dass wir einfach hier im Kreis rennen. So, Centurio, was passiert bei dir? Was geht ab? Hau mal raus. Oh, verdammt, ich sehe gerade, Luni hat auch noch subscribed. Ups, vielen, vielen Dank. Mega cool. Na komm, fliegt doch schon weg. Ach, das sind mehrere. Okay.
So, was ist eigentlich ihr Final Smash? Ah, okay. Das kann man natürlich auch machen. Das geht, das geht. Das ist doch ganz süß. Mega cool, mega cool. Ta Warrior und Anarve98, meine Freunde, was geht ab bei euch? Die Odyssee geht ab mit Riesenpummeluff. Komm, das kriegen wir hin. Ich war mal voll gut. Ich war mal voll gut mit Zero Suit Samus. Das heißt voll gut, aber ich war halt besser als sonst. Verteidigt sich ja die ganze Zeit. Bäh. So, weiter geht's. Wir brauchen die Schatztruhe. Erstmal snacken. Und die Weißschwingen. Mit denen war auch irgendwas komisch. Das weiß ich noch. Oh, das wird jetzt aufregend. So ein Kampf gegen irgendwelche Dudes, mit denen. Im Charakter, mit dem ich nicht mehr spielen kann. Auf geht's! Der Fail wird gerufen. Weißt du, der Zyniker, der wieder mega die Bitch in mir ist, möchte jetzt sagen. Guck mal, wie mega cool das ist. Die haben drei Charaktere, die rot, blau und grün sind als Spirit. Und die Charaktere hier im Spiel sind rot, blau und grün. Das ist so absolut kreativ. Ich bin so froh, dass sie so eine Kreativität in dieses Spiel gesteckt haben. Weil der Singleplayer so absolut kreativ ist die ganze Zeit. Aber dann mache ich mich wieder über Leute lustig. Und die sind alle wieder butt mad, wenn ich das sage. Deswegen sage ich das nicht. Ich lasse das einfach unkommentiert, würde ich mal so sagen. Fuck you, Alter. Ah! Wir haben eine Chance für Ginter Jauch in Smash. Ey, halt wirklich. Warum ist das kein Ding? Wer wird Millionär ist einfach so eine krass bekannte Serie. Und Ginter Jauch ist ja wohl der bekannteste Moderator in ganz Deutschland. Ich finde, wenn irgendjemand einen Platz in Smash verdient hat, dann ist das Ginter Jauch in seinem Wer wird Millionär-Outfit. Also bitte. Da kann man nichts gegen sagen. Erstmal 2 Minuten weg, schon ist Samus ausgetauscht. Es sind einfach alle Charaktere in diesem Spiel nicht gut. Es tut mir echt leid. Oh Gott. Ja, das habe ich erwartet, dass genau das passiert. Wer wird Millionärmusik? Ey, wie krass das einfach wäre. Die Smash Stage wäre einfach das RTL-Studio. Wenn das mal nicht cool wäre. Also ich weiß nicht, was Leute haben, die jetzt sagen, nee, das möchte ich nicht. Oh mein Gott, das sind einfach ganz kleine Shiggies. So kreativ einfach. Wow, okay. Ich möchte auch eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich so ganz tief in mich gehe und mir denke, welche Charaktere ich echt gerne in Smash hätte, dann einfach die komplette Besatzung von Berlin Tag und Nacht. Also ich finde, wenn irgendwer
einen Platz in Smash verdient hat, dann die Truppe, weil sie einfach immer so viel Mühe sich geben, uns zu unterhalten. Und in der Serie steckt so viel Kreativität. Das kann Nintendo doch eigentlich doch mal ehren, indem sie einfach alle Charaktere aus Berlin Tag und Nacht in Smash einfügen. Wow, okay, es ist einfach Sturm. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein! Ja, okay, dann weiß ich ja, was ich hier anders machen muss. Das ist voll doof. Warte, wir müssen das hier laden, weil ich möchte mein Riesendings nicht verschwenden. Kann ich hier nicht auch einfach sagen, er soll das Passendste laden? Nein, kann ich nicht. Okay, ich muss einfach darauf achten, dass das... Ah, hier, guck mal. Sturmresistenz. Macht widerstandsfähiger? Ist okay, hoffe ich. Einfach alle Charaktere aus Frauentausch mit einem Leben und so weiter. Ja, ich meine, halt, die Switch hat doch jetzt die YouTube-App. Das heißt, theoretisch ist Frauentausch und mitten im Leben und Berlin Tag und Nacht und der ganze Kramauks doch auf der Switch. Das heißt, die sind theoretisch mit Nintendo irgendwie am verbunden sein. Das bedeutet, wir haben reell die Chance, dass diese Charaktere in Smash auftauchen. Oh, den Superstern, das finde ich süß. So die Frage, ob das auch ein guter Kampf wird. Einfach Andreas, dessen Super Smash dann einfach ist, dass er sagt, total stopp, so nicht. Und dann ist der fucking Gegner einfach so empört, dass er einfach von alleine in den Abgrund springt, Mann. Was ist das für ein dummer Kampf, Alter? Ey, sie nimmt einfach die ganze Zeit die Powersterne auf. Sehr gut. Ich habe jetzt gedacht, dass das einfach mega lange dauern wird. Aber okay. Das Schild hindert dich am Weiterkommen. Verdammt, ich dachte, wir können bereits zu Kira und einfach Kira ein bisschen in die Kugel treten, aber das hat leider nicht geklappt. Ich finde übrigens das Design hiervon einfach mega cool. Ist halt einfach diese Flügel da sind, die einfach keine Flügel sind, sondern einfach nur so, keine Ahnung, Tücher oder sowas. Das sieht voll cool aus. Ich stehe mega hart auf dieses Design. Das haben sie gut gemacht. Okay, Dintos, du machst es. Hä? Ah. Oh fuck. Ah ne, alles gut. Sehr schön. Oder die Super Nanny. Final Smash auf die stille Treppe mit euch. Man darf sich hier nicht schlagen. Keine Gewalt in meinem Haushalt. Und wer es doch tut, kommt auf die stille Treppe.
Gibt's eigentlich einen Sticker, der einem den Hammer gibt? Das wäre nämlich einfach der Instant Win für alles. Das fände ich super lustig. Warte, ich habe vergessen, die passenden Geister auszurüsten. Das müssen wir ja noch machen. Just a second. So, los geht's. Peter zwickert. Weißt du, es gibt so viele Charaktere, die es einfach wert wären, in Smash aufzutauchen. Und ich bin echt traurig, dass das nicht der Fall ist bei vielen. Wow, was ist da denn gerade passiert? Oh, ihr blöden Hurensöhne könnt vielleicht mal nicht die ganze Zeit so dumm durch die Gegend springen, Alter. Kann ja nicht sein. Kommt mal klar, was ist hier los? Warum treffe ich die nicht? So, geht doch. Was? Was? Wo kommt der denn her? Oh mein Gott. So, Waffenmagie, K.O.-Heilung. Das finde ich doch gut. Das sieht doch mal nach brauchbarer Zusammenstellung aus. Das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon mal. Oh, du Bitch, Alter. Wie viele kommen denn da? Das geht doch gar nicht, Mann. Guter Move einfach. Eieiei, das wäre fast schief gegangen. So. Das hätte jetzt auch einfach eben nicht klappen können, indem man jetzt einfach sich denkt, haha, ich fliege nämlich nicht die 2 Zentimeter nach oben, sondern falle einfach mal straight nach unten. Weil, warum nicht? Kann man ja mal machen. Kann man doch mal machen. Es ist doch jetzt nicht so tragisch einfach. Ich frage euch, ist das so tragisch, wenn ich jetzt runtergefallen wäre? Nein, wäre es nicht. Wer was anderes sagt, ist ein fetter Lügner.
Ja gut, wenn Dunban genommen wird, müssen wir wohl Dunban auch nehmen. Ne, empfohlen wird. Da sage ich doch nicht nein. Ups, falscher Smash. Kann ich darauf ausrutschen? Na komm, na komm. So. Oh, du Bitch, Mann. Er denkt, er kann die ganze Zeit seinen scheiß PK Fire spammen, hat nicht damit gerechnet, dass das mächtige Laserschwert auf ihn geworfen wird. Da war er tot. Weil niemand sich der Scheißmacht des Laserschwerts entziehen kann, okay? Das ist einfach nicht möglich. Nur das Feuerdingsbums-Schwert wäre noch stärker gewesen, glaube ich. Aber egal, Zeit für Willi. So, was sagt... warte, nein. Oh Gott, das ist kompliziert. So, auch hier bekommen wir Sigma. Wie wäre es mit nein? Nein, 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 nein. Ah, oh, die sind alle doof. Dann möchte ich, glaube ich, den Flying Man haben. Nein, den möchte ich nicht haben. Ich möchte Vega haben. Weiß ich nicht. Sind die alle doof irgendwie? Wir nehmen ihn hier. Die machen alle keinen Sinn. Ich habe keine Armangriffe. Oh, was? Weißt du, so viel zum Thema, wir können der scheiß Smash-Dings vertrauen. Der fucking... Empfehlung durch die Geister, wie wär's mit nein? Einfach nur, habt ihr direkt verloren. Und könnt einfach nie wieder irgendwas reißen. Haben wir denn irgendwas, was gut ist? Was ist denn hier gegen Schlaf? Du bist gegen Schlaf. Jetzt geht's. Es ist eigentlich lustig, weil wir wissen ja alle, Super Mario 2, also Mario Bros. 2 spielt ja in einer Traumwelt. Daher macht es in gewisser Weise Sinn, dass sie hier gesagt haben, hey, guck mal, der Boden lässt dich einschlafen. So kreativ! Hier. Ich muss irgendwann auch einfach auch nochmal. Ich hab total Bock, Yoshi's Island 2 zu spielen. Yoshi's Island. Einfach nur, nicht Yoshi's Island 2. Hä? Spiegel? Och, ihr seid so... Niederlage fortsetzen. Das ist einfach... Die Kreativität ist für mich nicht zu handeln. Das hat nicht mal Kira besiegt, ich bin zu enttäuscht von dir. Ja! Die Steuerung macht mich so bescheuert, Alter. Ah, ich kann das nicht. Nein. Ah, welche Richtung muss ich drücken? Das ist doch so ein Murks, Alter. So, wir drücken einfach gar nichts. Ich mache einfach nur Smash-Attacken und dann passt das.